Ich bin Philipp Wampfer. Ich erkläre euch hier auf meinem Kanal, wie man digitalen Fernunterricht gestalten kann. Und heute möchte ich oder in diesem Video möchte ich kurz auf Padlet eingehen, euch zeigen, was es ist, was man damit machen kann. Schaut jetzt hier im Vollbildmodus, dann gibt es nichts, was uns ablenken kann. Ihr seht, ich habe hier schon ein Konto eingerichtet. Ich bezahle auch für Padlet, deshalb habe ich auch so viele Padlets jetzt hier offen, die ich benutzen kann. Wenn ihr die kostenlose Version verwendet, dann könnt ihr meines Wissens drei Padlets gleichzeitig benutzen. Wenn ihr dafür bezahlt, dann wird das unbegrenzt. Padlet ist eigentlich sowas wie eine virtuelle Wandtafel, wo alle, die darauf zugreifen, mitschreiben, posten, kommentieren können. Ich zeige mal, wie man ein Padlet eröffnet und zeige dann, was man damit machen kann. Also, wenn ich hier ein Padlet erstelle, dann bekomme ich ein paar Auswahlmöglichkeiten. Also, ich kann eine Wand einrichten, die Elemente so anordnet. Ich kann die Elemente in Spalten oben beschriften. Ich kann eine freie Leinwand machen, auf der ich Inhalte dann auch verstreut anordnen kann. Ich kann schlicht einen Stream machen, wo dann einzelne Elemente untereinander sind. Ich kann Diskussionsforum einrichten, wie ein Chat, kann eine Karte machen, wo man Kartenpunkte eintragen kann und eine Timeline. Das zeige ich dann alles, wie es aussieht. Wir machen jetzt mal zusammen ein Regal. Jetzt wird das Padlet eingerichtet. Also ich habe diesen Hintergrund jetzt so nicht gewählt. Ich habe den Titel jetzt nicht gesetzt und hier kann ich das alles ändern. Also ich mache jetzt mal Gruppenarbeit Filme aus der Zwischenkriegszeit. So, habe dem einen Titel gegeben. Hier kriege ich einen Link. Weil ich die Premium-Version habe, kann ich hier auch selber was eingeben. Kann den Hintergrund wählen. Also ihr seht, ich kann da was Eigenes hinzufügen, kann Bilder wählen. Vielleicht passt jetzt hier was besser. Also ich nehme mal die Skyline. Gehe zurück. Und kann hier jetzt wählen, ob man auf Beiträge kommentieren kann, ob man Sterne geben kann, bewerten kann. Ich mache jetzt, man kann Likes hinsetzen zu den einzelnen Beiträgen. Kann auch wählen, ob die Lehrperson das freischalten muss oder nicht. Ich lasse es jetzt mal offen und habe jetzt hier ein leeres Padlet. Ja, weiter so. Und ich speichere das so. Jetzt habe ich es richtig gemacht, es ist gespeichert. Jetzt kann ich was eintragen. Und jetzt bei dem Layer, das ich gewählt habe, muss ich die Spalten benennen. Also ich mache jetzt hier mal eins, Gruppe 1. Und zwar sagen wir mal, die haben Chaplin gemacht. Und so weiter. Also jetzt habe ich verschiedene Spalten benannt und kann hier jetzt einen neuen Beitrag hinzufügen, kann ein Bild hochladen. Also schauen wir mal, ob ich was. Nee, das wollte ich gar nicht. Das ist falsch gemacht. Also hier kann ich ein Bild hochladen. Schauen, was ich da schon mal verwendet habe. Also das wäre jetzt der dritte Mann. Passt nicht ganz, aber ihr seht, wie einfach das geht. Die Reaktionen sind dann die Möglichkeiten, da Likes zu geben. Ich kann das auch, ihr habt es gesehen, ich könnte auch eine Sternebewertung einführen. Ich kann es auch ganz wegnehmen, wenn ich finde, das ist jetzt nicht ein Thema, wo man Likes geben muss. Und ich kann hier dann wieder einen Kommentar hinterlassen dazu, kann es mit diesen drei Punkten bearbeiten, kann es hier in den Abfalleimer werfen und löschen und ja, hier bearbeiten und hier mehr Aktionen einblenden. Also
könnte Farbe geben, könnte es kopieren und so weiter. Jetzt, wenn ich diesen Link teile hier oben, dann kann ich Leute einladen, mitzumachen und die können dann, wenn sie aufs Padlet kommen, selber auch da beitragen. Also wenn ich das jetzt eine Klasse gebe, damit sie Gruppenarbeiten zusammentragen können, dann sehen sie alle, jede Gruppe trägt was bei und am Schluss haben sie eine Übersicht, die sie gemeinsam gemacht haben zu diesem Thema. So könnte das entstehen. Ich gehe mal kurz zurück und zeige ein paar Beispiele, wie das schon funktioniert hat. Also, ich habe hier ein Beispiel, wo wir im Museum waren. Die haben sich alle im Museum was angeschaut, einen Kommentar dazu geschrieben, was bei ihnen hängen geblieben ist. Und man sieht jetzt hier, es hat ganz unterschiedliche, einfach nur Text, es hat auch Bilder. Und wir haben einfach eine sehr zufällig angeordnete Sammlung von einzelnen Eindrücken. Das ist eine Möglichkeit. Dann habe ich hier eine Veranstaltung geplant, die jetzt wahrscheinlich etwas ins Wasser fällt. Und ich habe dafür aber diese Timeline, dieses Timeline-Feature genommen, zuerst vorbereitet, dann was passiert am 4. März, was passiert am 27. März, wie geht es weiter. Und dazu konnten dann die Teilnehmenden auch Kommentare hinterlassen. Die sieht man jetzt hier auf der rechten Seite. Und ich könnte jetzt hier weitere Posts einfügen dazwischen. Ich könnte auch Jahreszahlen dazu schreiben, wenn das nötig wäre. Einfach die Ordnung des Ganzen ist jetzt chronologisch und nicht durch diese Spalten oder zufällig. Also diese Ordnungsfunktionen könnt ihr frei wählen. Sage noch ein letztes Beispiel, und zwar haben wir das im Workshop gemacht. Also alle haben eingetragen auf einer Karte, wo sie die nächsten Ferien verbringen. Und ihr seht dann, mal kurz warten. Also da habe ich so einzelne Datenpunkte. Das kann dann anzeigen, wie es aussieht. Also hier sehe ich dann, was die Person zu diesem Ort dazu geschrieben hat. Kann das auch gut brauchen, ein literarisches Werk, um zu zeigen, wo spielt es sich ab, Zitate zuzuordnen. Kann das selbstverständlich im Geografieunterricht benutzen, könnte andere Formen auch der Zusammenarbeit finden. Also nutzt diese Vorlagen kreativ und denkt daran, es ist wirklich ein Tool, um Kollaboration zu ermöglichen. Nicht zu viel Kontrolle, nicht zu viel Vorgaben. Schaut mal, was Schülerinnen und Schüler damit machen. Was dann rauskommt, ist wirklich ein schönes Produkt, ist eine schöne Übersicht, wo Daten auch gesammelt werden können. Und gerade wenn ihr jetzt im Digifernunterricht Gruppenarbeiten macht, wenn ihr Aufträge gebt, die vielleicht etwas offen sind, dann ist ein Padlet ein guter Ort, um die Erkenntnisse zu sammeln, um vielleicht auch Links zu posten. Also sobald ich jetzt hier, wenn ich jetzt was beitragen möchte, dann kann ich hier jetzt einen Ort wählen. Also ich wähle jetzt mal hier wohne ich nämlich. Wähle ich diesen Ort und kann jetzt hier sofort einen Link hinzufügen. Und dauert einen Moment. Genau, also hier seht ihr jetzt eingeblendet die Vorschau des Links. Wenn man da draufklickt, kommt man auf den Link, den ich eingeblendet habe. Und das kann man in jedem Padlet so machen, dass man es benutzt, um wirklich auch Links auf dann andere Beiträge zu sammeln und eine Art Übersichtssammlung zu haben. Das wäre es zur Benutzung von Padlet. Wie immer, probiert aus, testet es und sammelt Erfahrungen, gebt mir Feedback, wie es funktioniert hat. Ich habe nicht alle Funktionen gezeigt. Möchte noch einen Punkt kurz noch einmal erwähnen. Wenn ich hier auf die Einstellungen gehe, ich kann wirklich auch Require Approval einschalten, wenn es Lerngruppen gibt, wo ich denke, das möchte ich jetzt zuerst sehen oder ich möchte bestimmen, wo das zugeordnet wird, dann könnt ihr das einschalten. Und sobald dann jemand einen Beitrag hinterlässt, müsst ihr aus eurer eingeloggten Lehreransicht sagen, ja, das können wir freischalten oder nee, damit warten wir noch ein bisschen, das kommt dann später. Also diese Möglichkeit habt ihr hier
das zeitverzögert zu machen, dass nicht alles gleichzeitig auch erscheint. Gerade auch im Präsenzunterricht kann das durchaus wertvoll und sinnvoll sein. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Fragen und Links findet ihr unten. Bitte kommentiert, stellt mir Fragen. Ich versuche alles so schnell wie möglich zu beantworten. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.